Kanada-Gänse, heute ein Thema bei uns. Viele Städte ärgern sich ja total über die Tiere, weil sie einfach wahnsinnig viel Schmutz machen. Und damit ganz herzlich willkommen zur Lokalzeit Ruhr. Gleich mehr zu den Gänsen. Erstmal zu diesem brutalen Fall. Diese beiden Männer hier, die haben einen 26-jährigen Essener in der U-Bahn-Station am Essener Hauptbahnhof krankenhausreif geschlagen. Verprügelt, ins Gesicht getreten, einfach so aus dem Nichts. Die Polizei sucht jetzt mit Hilfe dieser Bilder nach den beiden Schlägern und wir haben heute mit dem Opfer gesprochen. Ja, wenn Sie Hinweise haben, können Sie sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Kanadagänse, so schön sie auch sind, viele Städte haben ein echtes Problem mit den Tieren. Naja, sagen wir mal eher mit ihren Hinterlassenschaften. Im Krugerpark und auch im Univiertel in Essen machen sie sich besonders breit. Im vergangenen Jahr wollte man sie schon schießen. Das ist erstmal vom Tisch. Die Stadt hat heute vorgestellt, wie sie die Gänse loswerden will. Evonik, den Namen haben die meisten von uns zumindest schon mal gehört. Aber was macht die Firma eigentlich genau? Eine ganze Menge an Spezialchemie, zum Beispiel für Shampoos. Wir haben schon Frühling. Okay, wettertechnisch merken wir davon noch nicht viel. Aber was man schon spürt, die Lust, aktiver zu werden, sich zu bewegen, die steigt langsam wieder. Und wer sich sportlich betätigt, setzt jede Menge Glückshormone frei, zum Beispiel beim Hüpfen. Trampolinspringen ist gerade total angesagt. Nicole Nötzel ist für uns live in einer Trampolinhalle in Essen. Nicole, es macht nicht nur Spaß, sondern auch fit, oder? Für 12 Euro 1000 Kalorien verbrennen. Vielen Dank, Nicole. Viel Spaß noch. Gleich geht's um zwei Lidl-Erpresser, die heute verurteilt wurden. Aber erstmal unsere Nachrichten. Ein 16-jähriger Oberhausener soll auf der Karnevalskirmes in Bottrop einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wir haben am Montag in der Sendung darüber berichtet. Heute wurde Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Jugendlichen erlassen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Bei einem Verkehrsunfall in Witten hat ein Container-LKW heute Mittag eine Bahnbrücke gerammt. Er wollte seine Kinder nur noch schnell vor der Arbeit zur Schule bringen, sagte der Fahrer dieses Autos bei der Polizei. Die Beamten haben den Kleintransporter in Bochum gestoppt. Auf dem Beifahrersitz ein Junge, der nicht richtig angeschnallt war, und auf der Ladefläche ein 9-jähriges Mädchen völlig ungesichert auf einer Gartenliege. Unglaublich. Die Polizei hat dem Vater die Weiterfahrt verboten und brachte den gefährlichen Transport zur Anzeige. Wer Schlafprobleme hat, kann jetzt in Bochum ein neues medizinisches Angebot des Uniklinikums in Anspruch nehmen. Was da bei uns zu Hause aus dem Hahn kommt, unser Trinkwasser, ist schon sehr gut, sauber, ohne Schadstoffe. Allerdings finden sich da trotzdem Spuren von Arzneimitteln, die über den Urin und das Abwasser zum Beispiel in die Ruhr und dann auch ins Trinkwasser gelangen. Dazu gehören auch Röntgenkontrastmittel. In Mülheim hat heute ein Forschungsprojekt begonnen. Das soll klären, ob es was bringen würde, wenn diese Kontrastmittel erst gar nicht ins Abwasser gelangen. Rund 10 Grad. Ja, das war's von uns. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Schönen Abend noch. Tschüss.